Ja, ich habe eben willkommen zurück zu Let's Play Yamato Story. Das letzte Mal hatte ich ja außer das Mikro nicht angemacht. Und das Mal spielen und jetzt spielen wir weiter. Aber wir haben ja eins von diesen da Spielen da angefangen. Und werden jetzt hier weitermachen. Wir sind, glaube ich, in diesem komischen Tutorial Level. Und hey Sonic, sieh nur, das sind Ringe. Sie schützen dich vor Gegnerangriffen. Sammle so viele wie möglich, um auch deinen Endgegner leichter zu schlagen. Wenn du einmal von einem Gegner angegriffen wirst, verlierst du einen Ring pro Treffer. Deine Ringanzahl wird dir oben links im Bildschirm angezeigt. Na toll. Ein Boot. Naja. Hey, pass auf, Sonic. Jetzt kommt etwas, das dir sicher Spaß bereitet. Ja, fang mal an. Jetzt musst du Gegner angreifen und dazu benutzt du entweder die Enter-Taste oder Leertaste. Handfreundlicher und machst damit einen Sonic-Spin und überrollst die Gegner damit. No problem, mach ich gern. No problem. Immer her mit den Gegnern. Aha. Bäm. Ja, sag, komm her. Ja, also wieso stirbst du nicht? Danke. Und tschüss. Also räumt man wohl so lange, bis man dagegen irgendwas stößt oder was. Und tschüss. Okay, Sonic. Das war alles, was du wissen solltest. Vielen Dank, weit. Ciao. Und ich denke, dass ich jetzt alles kann. Du kannst jederzeit das Tutorial wiederholen, wenn du möchtest. Okay, da werde ich mich dann mal aufmachen, den Story-Modus wählen. Bis dann. Lol. Bye bye. Ja, bye. Press Enter. Story-Modus machen wir einfach mal. Ich habe übrigens keine Ahnung von Sonic. Ich weiß nur, dass der Typ schlecht ausgeschnitten ist. Mal wieder hat Sonic meine Pläne durchkreuzt. Und jedes Mal muss ich mal einen anderen beknackten Plan ausdenken, wie ich ihn aus dem Weg schaffe, was sowieso nicht funktioniert. Genauso wie Shadow. Wenn sie zu zweit sind, ist es erst recht unmöglich. Sie sind so sind sie unbesiegbar. Es wäre doch perfekt, wenn die beiden Gegner wären. Das wäre ein super Plan. Und ich habe vergessen, mich mal wieder auf beschäftigt zu stellen. Bis gleich. So, es stört mich keiner. Doch, wie mache ich das nur? Ich weiß, ich muss sie gegeneinander aufhetzen. Doch, wie genau? Okay, ich habe auch wirklich auch keine Ahnung von. Ich hab's! Ich muss nur die Shadow Android star klar machen. Star klar, genau. Dann kann sofort losgehen. Komische Lache vor der Wind. Naja. RPG Stars Presents. Spiel in Spielprinzip. Naja. Wenn schon, bitte Hedgehog auch kurz schreiben. Naja. 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 Okay, Terrence, ich mache mal wieder meine tägliche Runde, während du den Sonic Tornado fertig machst für unseren Ausflug, okay? Oh, Sonic. Warum muss ich unbedingt die langweilige Arbeit machen und du irgendwo ziellos rumrennen? Puh, ziellos. Hey, du kennst mich doch. Ich habe keine Ahnung von Maschinen und du bist der beste Mechaniker, den ich dafür kenne. Außerdem renne ich nicht ziellos rum, sondern erkunde die Welt. Also, so machen wir es. Abgemacht? Okay, Sonic. Okay, bis später. Ich komme ein bisschen blöd vor, wenn wir das hier spielen, aber egal, 100%. Nun, auf geht's. Na gut, wie du willst. Oh, ich habe sogar Menü. Weiter und beenden. Weiter. Toll. Toll. Und yay, sogar im Menü kommt diese komische Sonic Dingsbums da. Sonic Boom, nicht Sonic Boom, keine Ahnung wie das ist. Komische Level vor der Wand, die einfach nur geradeaus gehen und fertig. Gegner, yay. Wieso kann ich euch nicht erwischen? Was hat er eigentlich für komische Gegner? Na, hallo? Das erwische ich dich nicht.
Oder ist das... Ach, das ist überhaupt kein Gegner. Muss man ja mal sagen. Und tschüss. So. Und noch einer und tschüss. Und wieder ein Ring. Nein, jetzt so schwer aus. Naja. Warum hält mich eigentlich dieser bescheuerte Ring auf? Ja, weil jetzt müsste ich den eigentlich einsammeln, aber egal. Bis hast du mich erwischt, du Arsch. Ich sollte lieber nicht durch das Wasser laufen, zu kalt. Aua. Aua. Wie komme ich da ein bisschen rumherum? Nee, so nicht, ne? Ich verstehe das Ganze nicht. Na gut, jetzt habe ich jedenfalls kein Engel mehr und bin da wahrscheinlich tot, wenn ich den das Gegner trifft. So ein komischer Hund oder was das darstellen soll. Ach, komm, stirb. Danke. So. Ah, jetzt habe ich dafür doppelt abgeschwächt. Ja, was zur Hölle? Nein. Boah, wieso bin ich noch mal so schnell? Yay! Wow! Speed! Bug! Was zur Hölle? Was war denn das jetzt? Nun wird Sonic mal einen neuen verbesserten Shadow-Androiden kennenlernen. Ist das nicht vorne... Ist das da vorne nicht Shadow? Shadow? Los, Shadow, komm schon, rede! Aua! Ey, du Sack! Sag mal, Shadow, bist du irre geworden? Diesmal werde ich diesen Planeten zerstören, koste es, was es wolle. Hat mir das nicht schon mal? Ich werde dafür alles geben und du stehst mir leider im Weg. Nun gut. Wenn du versuchst, was auf der was die Erde anzutun und mich loshaben willst, musst du mich besiegen. Aber ich sehe das als Kampf unter alten Freunden. Aha. Toll. Let's do this! Ah, ey, du Sack. Ja, Game Over. Toll. Habe ich das erst gesehen? Nee, oder? Nee. Ich dachte schon. Datei 4 und... egal, Datei 3 war das, Datei 3. Ja, ne? Oh ja, so Ultra Speed. Yum! Ja, komm, stirb. Bla bla. Ja, bla bla bla. Na komm, bla 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 bla. Ja, ja, komm, nun gut, bla 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 bla. Bla bla bla. Na, kann ich mich jetzt mal bewegen, bitte? Oh, du Sack. Beim Ring. Nehme ich hier ständig auf und auf und auf und auf, weil ich die falsche Taste drücke. Zack. So bin ich ja nicht so schnell. Naja. Komisches Spiel. Ich muss nämlich die Ringe da erwischen. Kann ich ja nicht auf das Wasser laufen, bestimmt nicht, ne? Oh komm, geh. Na komm. Ey, wieso erwischt du mich anständig? Ja, dann kommt Over. Warte, was sieht das irgendwas? So. Aha, jetzt komme ich hier wieder an. Wie kommt man, was ist das ganz Spiel spielen? Spielhalle grottig. Sag mal, kannst du mir sagen, warum die Spielhalle so billig aussieht? Das kann ich euch sofort sagen. Ich bin da selbst aber so sauer, dass ich mit einer so schlechten Innenarchitektur gemacht wurde. Also ist es so, ein Typ namens, wie ist er noch gleich? Ach ja, Biohards 4. Der Typ wollte uns kein richtiges Schiffset geben für eine Spielhalle. Wir haben ihn im Aletheia, oder wie das heißt, angeschrieben. Atelier.
weißt du wohl. Von so einem eingebildeten Typen kommt gar nichts zurück. Echt unfreundlich. Sowas gehört nicht in diese Welt. Naja, es gibt diesen Atelier viele solche eingebildeten Fatzken, die meinten, sie müssten nicht antworten, nur weil sie im Internet das Recht haben. Naja, dann. Aber ich rege mich jetzt schon wieder so sehr auf. Ich könnte jetzt noch lange mit sowas weitererzählen. Aber das bringt wohl nichts. Ich muss mit diesem Chipset hier zufrieden geben und mit diesem wunderbaren NTP-Tisch. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit den Spielen. Blödsinn total. Dann habe ich das, egal. Ich lösche mal kurz die Stände, die ich mehr brauche. Bis gleich.